Dankeschön und schönen guten Nachmittag an Sie alle, an euch alle. Schön, dass es so viele so lange durchgehalten haben, auch bei dem schönen Wetter und nicht schon verschwunden sind nach ihren Lieblingsworkshops. Ich bin Wolfgang Obenland, arbeite auch beim Forum Umwelt und Entwicklung sowie die beiden Organisatorinnen hier und habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, so ein bisschen zu versuchen, das, was wir in insgesamt ja 12 Stunden Workshops besprochen haben, so ein bisschen zusammenzuführen. Die gute Nachricht für mich ist, ich muss es nicht alleine tun, sondern wir haben Spioninnen und Spione platziert in den Workshops, die jetzt mit mir sich darüber so ein bisschen unterhalten. Natürlich werden Sie auch Gelegenheit haben, sich auch daran zu beteiligen. Wir machen es ganz klassisch. Ich stelle Ihnen gleich meine Podiumsteilnehmerinnen vor und drehen so ein paar Runden und dann kommen wir natürlich mit dem Mikrofonschläger bei Ihnen vorbei, bei euch vorbei und dann könnt ihr euch auch gerne beteiligen. Als ich mich so ein bisschen versucht habe, auf das Ganze hier vorzubereiten, wobei ich kläglich gescheitert bin, bin ich über einen sehr schönen Text gestolpert, der auch so ein bisschen zeigt, dass die Diskussion, die wir hier führen, wirklich beileibe überhaupt gar keine neue ist. Ich bin über einen Artikel gestolpert von Hans-Magnus Enzensberger, die Älteren werden sich erinnern, von 1973, also der Text ist genau 50 Jahre alt. Da setzt sich Enzensberger mit der politischen Ökologie auseinander, auch ein Konzept, was er auch seit ein paar Jahren oder ja, seit ein paar Jahr, mehr Jahren wieder so ein bisschen eine Renaissance erlebt. Und in dem Text geht es um ganz viele Fragen, aber eben unter anderem auch um die Frage, wer ist denn eigentlich diese ökologische Bewegung? Was sind denn das für Leute? Wo kommen die her? Setzt sich zusammen aus Bürgerbewegungen und anderen. Und darin findet sich dann eben auch ein kleiner Abschnitt, den ich kurz vorlesen möchte. Die mächtigste dieser Gruppierungen ist die der Technokraten, die auf allen Ebenen des Staatsapparats, aber auch in der Industrie dabei sind, möglichst rasch partikulare Lösungen für partikulare Probleme, sogenannte Quick Technological Fixes, zu finden und durchzusetzen. Und zwar überall dort und nur dort, wo ökonomisch oder politisch erhebliche Konfliktpotenziale zu entstehen drohen. Ein eigentliches Problembewusstsein ist bei diesen Leuten, die sich ganz pragmatisch, das heißt als Lakaien der jeweils herrschenden Klasse verstehen, nicht vorauszusetzen. Und zur ökologischen Bewegung lassen sie sich nur in dem Sinn rechnen, dass sie, wie sich noch zeigen wird, zu ihren Manipulatoren und Nutznießern gehören. Also auch damals schon, ne, das war ja Anfang der 70er Jahre, so die erste Hochzeit der ökologischen Bewegung, und da haben sich die Leute wirklich mit genau denselben Fragen auseinandergesetzt, die uns auch heute umtreiben. Also haben wir den Planeten schon übernutzt und sind wir nicht schon dabei, ihn komplett zerstört zu haben? Wie können wir da darauf reagieren? Auch in der Zeit ging es schon um technologische Lösungsangebote, die da gemacht worden sind. Und das führt mich dann auch hat mich zu der Erkenntnis geführt, okay, wir wissen seit mindestens 50 Jahren von den ökologischen Problemen auf dem Planeten Erde. Von den sozialen müssen wir gar nicht reden, von denen wissen wir natürlich schon viel, viel länger. Wir haben jetzt aber auch 50 Jahre technologischen Fortschritt hinter uns seit 1973. Ja, aber die Probleme, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es Ihnen geht, die sind ja nicht weggegangen. Ist das vielleicht schon ein kleiner Fingerzeig darauf, dass uns Technofixes und technologische Lösungsansätze nicht so richtig weiterbringen? Das möchte ich nun gerne diskutieren mit 3 Menschen, die wir, wie gesagt, in die Workshops teilweise eingeschleust haben. Teilweise haben sie die Workshops auch selbst gegeben. Das liegt auch daran, dass wir so ein paar Ausfallserscheinungen hatten heute. Das übliche kranke Familienmitglieder, Visa-Probleme und solche Sachen. Das heißt, es werden jetzt ein bisschen andere Leute sein als die, die da stehen. Aber fangen wir mal mit der ersten an, weil die ist auch tatsächlich da, was mich sehr freut. Friederike, komm doch mal zu mir. Ja, Friederike, sag uns doch einfach mal so ein bisschen, wer du bist. Also, was man verraten kann, weil es auch da steht, ist, du arbeitest beim BUND, also bei einer ganz klassischen Umwelt- und Naturschutzorganisation. Was machst denn du da so genau? Noch besser. Ja, Nee, einfach. Ja? Oh, wow. Ja, ich arbeite, hi, ich bin Friederike und ich arbeite beim BUND zu Digitalpolitik in der Abteilung Stoffe und Technologien. Vielen Dank. Und okay, also bei dir ist es jetzt ein bisschen eine blöde Frage, aber was haben denn Technologien mit deiner Arbeit so konkret zu tun? Also wo berühren die? Nee, aber jetzt mal unkonkreter,
also Technologien ganz klar, Digitalisierung auch ganz klar, aber gibt es auch in deinem Arbeitszusammenhang wirkliche Techno-Fixes, die dir da über den Weg laufen und die dich vielleicht schon aufgeregt haben? Ich glaube, das Thema Digitalisierung hat immer das Potenzial, ein Techno-Fix zu sein. Also auf jeden Fall ist es ja das Lieblingsbeispiel für Disruption. Also wenn es darum geht, dass wir mit Technologie alles lösen können, ist, glaube ich, Digitalisierung eines der Lieblingsbeispiele. Und es gibt immer wieder so Trendthemen, die aufkommen, die angeblich alles lösen, die auch meistens die Eigenschaft haben, dass man sie nicht so richtig versteht. Mein Lieblingsthema sind Big Data, KI und Blockchain-Technologie. Die kann man immer gut einbringen, wenn man gerade keine Lösung hat. Super. Vielen Dank. Ich glaube, du kannst dich schon mal setzen. Das Mikro kannst du mir geben. Und als nächstes würde ich, weil die Lavinia, unsere Kollegin vom Deutschen Naturschutzring, leider krank ist, würde ich gerne die Lisa Grau auf die Bühne bitten. Die Lisa arbeitet auch beim Deutschen Naturschutzring und kann die Lavinia sicher mehr als adäquat ersetzen. Ja, selbe Frage an dich. Was machst denn du da so genau bei diesem Umweltdachverband? Ja, also bei diesem Umweltdachverband koordiniere ich die deutschen Umweltverbände und in meinem Fall ganz explizit zur nationaler Klima- und Energiepolitik und noch expliziter zu Gas und Wasserstoff. Okay, und also auch da die Frage ist ein bisschen doof, aber wo spielen da Technofixes auch eine Rolle? Du hast gerade einen Workshop dazugegeben, also gehe ich mal davon aus, dass die Antwort ja ist. Aber wenn ja, welcher und was ist denn da so der Kern des Problems mit diesem Technofix? Ja, also da ist Wasserstoff ganz klar ein Technofix. Und das Problem ist dabei so ein bisschen, dass es ja keine Technologie ist, die wir rundheraus ablehnen, sondern wir Umweltverbände sagen auch, wir brauchen Wasserstoff in ganz bestimmten Bereichen und sehr sparsam eingesetzt. Und das ist eben das Problem. Es wird jetzt gerade so als Heilsbringer überall verkauft und man kann den noch überall einsetzen und in der Zukunft ist er dann ausreichend vorhanden und es wird günstig und was weiß ich. Und das stimmt alles nicht. Und diese Differenzierung herzustellen oder in der Debatte durchzudringen, das ist eben ein bisschen schwierig. Vielen Dank. Dann würde ich dich auch schon mal setzen. Und weil auch Roman Herre uns abhanden gekommen ist, der kämpft mit der Unbill der Grenzpolitik in Europa und anderswo, möchte ich Konstantin auf die Bühne bitten, der dann unsere Runde auch schon komplettiert. Ich stehe zumindest drauf, ja? Ja, eben. Hallo. Hallo. Ja, du arbeitest jetzt mal nicht bei einem klassischen Umweltverband, obwohl die Themen bei euch sicher auch eine Rolle spielen. Du arbeitest bei einem Entwicklungsverband, bei Miserior. Was machst denn du da so genau? Deshalb wurde ich eingeladen, ja. Ja. Genau, ich stehe mit dran. Ich arbeite bei Miserior und zwar als Berater im Bereich Auswirkungen des Bergbaus in Lateinamerika und mit einer Rückkopplung auch in Rohstoffpolitik bzw. politische Prozesse in Deutschland und Europa, hauptsächlich aber eben in der Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort im globalen Süden in den sogenannten Abbauländern. Okay, spannend. Bei dir ist die Frage jetzt tatsächlich ein bisschen berechtigt. Wo kommen denn da die Technofixes, technologische Lösungen ins Spiel? Geht es da um irgendwie die neue Bergbautechnik bei dir oder worum geht es denn da? Ja, ist tatsächlich ein bisschen, also liegt wahrscheinlich am Ende doch auf der Hand, aber ist tatsächlich ein bisschen versteckter. Ich arbeite gar nicht direkt unter dem Begriff oder Zusammenhang Techno-Fixes oder Technological Fixes, aber die Verbindungen sind zu E-Mobilität hier bei uns, also der Wechsel halt einfach in der Mobilität und vor Ort halt dann eben in den Bereichen Smart Mining, Sustainable Mining, Green Mining, you name it. So. Okay, vielen Dank. Dann setzen wir uns mal alle miteinander dahin. Wir haben ja wirklich eine Menge gelernt heute, also ich auch in den Workshops, in denen ich war. Was ich euch mal fragen wollte und dann antwortet, wer mag, wenn ich mitkriege, dass irgendwer versucht, sich zu drücken, dann komme ich auf euch zu. Technofixes Versprechen, wir haben ja Unterschied in unterschiedlicher Art und Weise, weil wir haben ja auch sehr unterschiedliche Themen besprochen heute Nachmittag und heute Vormittag.
Was macht denn aus eurer Sicht so ein bisschen die Sexiness von diesen Technofixes aus? Also was versprechen die denn? Und könnt ihr euch damit anfreunden oder sagt ihr, das ist eine totale Blenderei und wir sollten uns davon überhaupt nicht beeindrucken lassen? Vielleicht, Friederike, kannst du mal anfangen. Ich finde das eine sehr zentrale Frage. Der Soziologe Felix Hülmann-Faul hat mal ein sehr spannendes Interview zu dem Thema Technik und Magie gegeben, wo ich immer dran denken muss, nämlich, dass wir technische Lösungen häufig nicht ganz verstehen und dann können wir die Dinge, die wir nicht ganz verstehen, mit unseren Hoffnungen oder aber auch mit unseren Ängsten füllen. Und ich glaube, in gerade der politischen Situation und im Anbetracht der ökologischen Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, bietet das einfach eine sehr schöne Projektionsfläche für einfache Lösungen. Also häufig würde ich sagen, auch recht konservative Lösungen. Aber ich war vorhin in einem Workshop zu CCS und wir haben uns dann auch darüber unterhalten, dass das ja auch einfach total schön wäre, wenn das wirklich funktionieren würde. Also wir müssten dann immer noch viel am Wirtschaftssystem ändern und es wäre nicht alles gut auf der Welt, aber wir hätten wenigstens dieses Klimaproblem nicht. Und ich würde sagen, das ist so der große Charme, dieses Versprechen von Technologien verstehen wir häufig nicht. Wir konnten bisher auch wirklich viele der technischen Innovationen, die passiert sind, nicht vorhersehen. Und vielleicht gibt es ja einfach eine Lösung. Vielleicht bietet uns die Gentechnik oder CCS oder Wasserstoff einfach alle Lösungen für die komplizierten Debatten, die wir haben, für die Streits am Esstisch mit unserer Familie über Fleischkonsum oder so, sondern wir können das einfach lösen, technisch. Okay. Ja. Hau rein, okay. Ich würde dem zustimmen und ich glaube, dass es auch uns allen oder wahrscheinlich der Mehrheit hier im Raum so geht, dass Technological Fixes halt irgendwie auch sehr attraktiv erstmal erscheinen und halt ein Versprechen haben im Weiter so und im Aufrechterhalten des Wohlstands, was ja auch ein Narrativ auch nicht nur in der Politik, aber auch in der Politik, aber ansonsten auch in Wirtschaftskreisen sehr stark ist, was sich halt verfängt. Und man muss wahrscheinlich auch dazu sagen, man kann jetzt nicht sagen, per se ist ein Technological Fix gut oder schlecht. Es hat gute und schlechte Seiten und man muss die so ein bisschen identifizieren. Was aus meiner Perspektive mit der Arbeit mit Partnern im globalen Süden dazu kommt, ist, dass diese Technological Fixes eine Lösung anbieten und dabei aber ganz viele andere Sachen oder andere Ansätze marginalisieren. Wir hatten es bei Paris Marx gesehen. Also es gibt viele verschiedene Techniken oder Technologien mittlerweile. Er hatte das, glaube ich, auch als Low-Tech beschrieben, die dann überhaupt gar nicht mehr gesehen werden und die marginalisiert werden. Die Frage ist da also, wer kann denn eigentlich überhaupt mitentscheiden oder mitgestalten, was überhaupt als Technologie entwickelt wird? Wer kann sie nutzen? Und welche Ideen werden ausgegrenzt? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der dabei mit beachtet werden muss. Okay, Lisa, du arbeitest ja in der Klimapolitik und hast da auch einen echt guten Überblick über so die Verbändelandschaft und also kriegst vielleicht auch noch mehr Perspektiven mit als jetzt Leute, die eben nur beim BUND arbeiten. Entschuldigung. Wie ist denn das bei euch in der Szene? Also spielen da solche Sachen wie CCS oder jetzt Wasserstoff, was du heute Nachmittag besprochen hast, wird es da... Also was macht das mit der Arbeit in der Verbändelandschaft auch? Also jetzt gerade bei NGOs, sind das Themen, von denen du denkst, die machen eure Arbeit schwieriger, machen sie die einfacher oder lenken die wirklich dann von den eigentlichen Lösungswegen ab, die man ja gehen könnte und die ja so ein bisschen, ja, vielleicht nicht offensichtlich sind, aber die ja schon lange auf dem Tisch liegen sozusagen. Hast du dazu eine Einschätzung? Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Also bei Technologien, die wir rundheraus ablehnen oder bei Technofixes, das hilft, würde ich eher sagen, in der Debatte. Das eint uns dann und gibt uns auch so ein Ziel, auf das wir hinarbeiten oder beziehungsweise das wir verhindern möchten. Bei gewissen Sachen macht die Arbeit aber auch schwieriger tatsächlich, weil wir uns da nicht immer unbedingt alle einig sind. Also ja, aber so Fragen wie CCS, da kommen wir schon zu einer Diskussion, wo wir gucken,
können wir das wirklich grundsätzlich ausschließen? Oder gibt es nicht doch Bereiche, eben, also niemals zur Verlängerung von Gaskraftwerken oder sowas, aber eben in der Industrie, wo es Emissionen geben wird, die wir vielleicht doch irgendwie abscheiden und speichern müssen? Und da kommen dann schon Debatten auf, wo wir auch gucken müssen, wie halten wir unsere Reihen da geschlossen und treten da auch wirklich geschlossen auf. Und ich glaube, dadurch, dass diese Debatten so aufkochen, das gibt dann auch teilweise einen Grad von Verunsicherung auch in den Verbänden, wo wir dann uns immer wieder zusammensetzen und auch diskutieren müssen. Okay, spannend. Ist mir auch aufgefallen, also je nachdem, zu welchem Thema man sich, welches Thema man sich angeguckt hat, welchen Workshop, ist es sehr unterschiedlich. Ne? Also wir saßen, wie gesagt, bei dem zu Gentechnik. Auch da gibt es schon eine gewisse Ambivalenz. Es ist halt nicht so, dass man sagen würde, alle Formen von Gentechnik wollen wir nie in irgendeiner Art und Weise haben, sondern es gibt ja manchmal zumindest auch Einsatzszenarien, in denen die sinnvoll sein können. Bei anderen Technofixes ist es ein bisschen eindeutiger, sage ich mal. Ne? Also ich war nicht dabei, aber ich stelle mir vor, dass der Workshop zu Tiefseebergbau da ein bisschen anders gelaufen ist. Geoengineering, Entschuldigung. Das stimmt, es tut mir sehr leid, dass der sehr anders gelaufen ist und andere hätten laufen können. Wenn man sich diese Ambivalenz auch vor Augen hält, ist das dann auch der Grund, warum dieser politische Diskurs auch um Technofixes, den wir gerade ganz plastisch erleben in der Auseinandersetzung, ne, in der Heizungswende oder wenn es um die Verkehrswende geht und so weiter, ist das der Grund dafür, dass das politisch so gut verfängt? Oder hängen da oder stecken da dann doch wieder andere Interessen dahinter? Was meint ihr? Du musst die Frage noch mal kürzer stellen. Technofixe sind ein bisschen ambivalent in vielen Fällen. Ist das der Grund dafür, warum die politische Debatte sich so stark gerade in den Vordergrund rückt und warum dieses Narrativ davon, wir können aber viele Probleme mit einfachen technischen Lösungen beseitigen. Ist das der Grund dafür, warum das so gut funktioniert oder steckt was anderes dahinter? Also geht es im Ende vielleicht doch um ganz banale Interessenspolitik? Ich würde sagen beides. Ich glaube, einerseits ist es so, wenn wir das zum Beispiel in diesem aktuellen Diskurs um die Technologieoffenheit der FDP sehen, dann suggeriert sie ja, wir haben unendlich viele Ressourcen, unendlich viel Zeit, unendlich viel politischen Platz, wo wir uns mal angucken können, was funktioniert. E-Fuels zum Beispiel. Aber dass auf der anderen Seite steht, es ist eine Verlängerung des Verbrenners, wir gehen nicht ordentlich mit der Verkehrswende um. Also ganz häufig ist ja der Paris Marx hat das in seinem Podcast so klug gesagt, wir brauchen keine neuen technologischen Lösungen, um die Klimakrise zu lösen, wir brauchen politischen Willen. Aber es gibt ja einen Grund, warum es kompliziert ist. Also wir müssen, wenn wir zum Beispiel das Problem Verkehr angehen wollen, brauchen wir eine Verkehrswende, die mehr ist als ein anderer Antrieb, sondern das sind neue Konzepte für Mobilität. Das ist aufwendig, das bedeutet Veränderung und es ist vor allen Dingen sehr, sehr dringend. Und ich würde sagen, da ist so eine ganz große Gefahr. Wir bringen diesen Begriff Technologieoffenheit ein oder die Technofixes und die klauen uns so viel Zeit und Ressourcen und auch politische Debatte, die wir eigentlich brauchen, um halt die systemischen Lösungen anzugehen. Das würde ich sagen, ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass da natürlich ganz klare Interessen hinterstehen. Also es ist Industrie, die diese technologischen Lösungen anbietet. Ich würde sagen, in allen Workshops haben wir mit die größten Unternehmen der Welt gesprochen. Also keine Ahnung, Gentechnik wird jetzt nicht vorgeschlagen von einem Berliner Mini-Unternehmen, sondern wir reden über Monsanto. Genau. Okay. Bevor du loslegst, noch eine Zusatzfrage. Findet die Debatte eigentlich in ähnlicher Art und Weise auch im globalen Süden statt? Also ich glaube, du bist viel in Lateinamerika unterwegs. Gibt es da... Kann man das vergleichen miteinander oder ist das irgendwas, was dort überhaupt nicht irgendwie auf der politischen Agenda steht? Auf der politischen Agenda kann ich es gar nicht so ganz genau beantworten. Ich probiere es gleich mal. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Also Paris Marx hat es angesprochen, es stehen ganz klare ökonomische oder Profitinteressen dahinter. Das hat auch was damit zu tun, wie ist unser politisches System oder unser ökonomisches System derzeit aufgebaut.
Und es entstehen, das ist dieser Punkt der Marginalisierung, Ideen, die entstehen, die nicht dieser Lösung, die nicht ökonomisch funktionieren können, die sind halt einfach dann nicht attraktiv. Ich glaube, was ein Thema für Technological Fixes ist und warum sie so gut funktionieren, ist, und ich glaube, da haben wir auch ein Problem bei uns in den verschiedenen Organisationen, es werden sehr komplexe Themen auf sehr einfache Formeln runtergebrochen und damit die Hoffnung oder die Erwartung verkauft, dass damit alles gelöst werden kann. Und man muss sich dann über die Probleme, die dabei entstehen oder die Nichtlösungen, über die muss man sich überhaupt keine Gedanken machen. Und dementsprechend sind soziale Fragen oder Gerechtigkeitsfragen oder auch ökologische Rebound-Effekte und so weiter und so fort, die müssen überhaupt nicht thematisiert werden, weil es auf so eine einfache Formel runtergedrückt worden ist, dass die einfach stehen bleiben kann. So. Und dem schaffen wir in den Organisationen, glaube ich, es relativ schwer entgegenzutreten, weil wir immer mit so einer sehr komplexen, was ist eigentlich die Argumentation und wie können wir das aufheben. Im globalen Süden, glaube ich, ist das, also für die Politik ist das erstmal relativ attraktiv. Wir hatten das Thema im Workshop Digitalisierung, dass in Lateinamerika beispielsweise während der Corona-Zeit sich die Tech und die großen Digitalisierungskonzerne angeboten haben, bestimmte Sachen zu übernehmen, also Vernetzung zu sicherzustellen und so weiter und so fort und relativ offen empfangen worden sind von den Regierungen. Dementsprechend ist da halt eine Problematik wahrscheinlich der Sensibilisierung, aber auch der großen Macht dieser Konzerne da reinzukommen. Für die Bevölkerung ist das, glaube ich, auch zweigeteilt. Zum einen entstehen auch dort sehr große Hoffnungen, dass man profitieren kann von einer Entwicklung, von einem Progress oder halt irgendwie einer Lebensstandarderhöhung. Und gleichzeitig auf der anderen Seite sind die Sorgen extrem groß, vor allem im Rohstoffbereich, man braucht sehr viel mehr Rohstoffe, dass da die Lebensgrundlagen eigentlich zerstört werden und auch an den Stellen eigentlich nichts bleibt letztendlich. Also, ja. Okay, Lisa, an dich noch mal eine kleine Spezialfrage. Paris Marx hat heute Morgen gesagt, eigentlich, wir haben alle Technologien, die wir brauchen, um die Klimakrise zu lösen. Ist das wirklich der Stand der Debatte? Also ich würde damit übereinstimmen, aber die Frage ist das wirklich sozusagen auch vom Ökospektrum bis hin zur CDU, also bei denen wahrscheinlich nicht, aber ist das wirklich auch im ganzen Spektrum irgendwie abbildbar oder ist das, oder gibt es nicht doch bei allen irgendwie im Hinterkopf zumindest das Bewusstsein oder die Meinung, ja, aber eigentlich vielleicht ganz ohne werden wir es einfach nicht mehr hinkriegen. Weil so kommt mir oft die Debatte zumindest so in der Medienöffentlichkeit und so weiter vor. Ja, also ich glaube, in unserer Blase sozusagen sind wir uns da einig. Darüber hinaus, würde ich sagen, ist das nicht so angekommen, beziehungsweise wird es auch aktiv bekämpft natürlich zum Teil. Also wenn man sich mal anguckt, was von der Verhinderungspolitik gegenüber den erneuerbaren Energien, die ja genau so eine Technologie sind, die zur Verfügung steht bereits, betrieben haben und jetzt wiederum aber dann zum Teil hier rumplären, Wasserstoff ist die große Lösung und E-Fuels und was weiß ich. Also da, glaube ich, gibt es zum Teil wirklich auch den Versuch, Nebelkerzen zu streuen. Und in der Öffentlichkeit so, glaube ich, oder in der medialen Debatte kommt das, glaube ich, dann zum Teil auch nicht ganz durch, also unsere Argumentation wieder. Das sorgt dann einfach für Verwirrung, wenn es dann irgendwie heißt, dann könnten wir ja doch nochmal vielleicht mit dieser neuen Genschere oder CCS und so, dann kommt nicht rüber, dass eigentlich wir alle Technologien schon haben, sondern dann ist da wirklich irgendwie so eine Verwirrung, die bewusst auch gestiftet wird und wo die Bevölkerung, die Öffentlichkeit eben nicht weiß, die Technologien sind schon vorhanden. Okay, vielen Dank. Ihr merkt schon, es geht ganz stark bei uns ja auch schon so in die Richtung, dass wir uns um Narrative und auch so um kommunikative Strategien irgendwie Gedanken machen. Jetzt haben wir vor allem von der Gegenseite, sage ich mal, gesprochen. Bevor wir aber zu uns selbst kommen und was wir dem vielleicht entgegenzusetzen haben,
Nochmal, um uns so ein bisschen zu vergewissern. Ich meine, Paris Marx hat es heute Morgen sehr schön dargestellt und auch in vielen Workshops kam es, glaube ich, nochmal raus. Wovon lenken uns diese Technofixes eigentlich ab? Könnt ihr da aus euren Arbeitsbereichen nochmal so ein bisschen sagen, wo steckt denn eigentlich der Hase im Pfeffer oder wie das heißt? Also was sind denn eigentlich wirklich die großen Fragen, die ihr lösen wollt in eurer Arbeit sozusagen? Und jetzt natürlich, vielleicht nicht auf der Ebene Klimakrise lösen, sondern so ein bisschen eins drunter. Wo müssen wir eigentlich ran, um die Klimakrise zu lösen? Und bei welchen dieser Lösungswege sozusagen stehen Technofixes oder zumindest diskursiv im Weg? Könnt ihr da nochmal einfach vielleicht so ein bisschen aus eurer Praxis berichten? Ich kann einfach direkt, ich würde sagen, die große Frage ist, wie kommen wir jetzt ins Machen und wie schaffen wir es jetzt, also in meinem Arbeitsbereich jetzt, wo Klimaschutz konkret wird, trotzdem die Zustimmung der Bevölkerung zu erhalten? Das ist so, glaube ich, die große Frage. Und da helfen uns Technofixes eben gerade nicht weiter, weil die suggerieren dann, dann in 20 Jahren beheizen wir die Heizung mit Wasserstoff, fahren mit E-Fuels, machen CCS und da brauchen wir eigentlich nicht groß was ändern. Und das, glaube ich, alles verzögert ungemein diese Prozesse und macht uns damit die Arbeit einfach schwer. Ich glaube, bei mir ist ja tatsächlich der Punkt, ich arbeite ja quasi zur Technologie. Und ich meine, das machen wir als Bits und Bäume insgesamt, halt, dass wir gemeinsam dazu arbeiten, wie können wir diese Technologie für eine ökologisch gerechte Zukunft einsetzen. Aber was ich dabei sehr spannend finde, ist, dass es gibt häufig diesen Effekt, dass es gibt sehr viele Projekte zum Thema Digitalisierung und Klimakrise oder Ökologie und es ist sehr, sehr häufig nicht die Frage, was für ein Problem haben wir eigentlich ökologisch, sondern wie können wir Digitalisierung jetzt einsetzen? Also wie kann Blockchain den Klimawandel verhindern? Wo wahrscheinlich die Lösung für den Klimawandel sehr, sehr wenig mit Blockchain-Technologie zu tun hat, aber darauf stößt man immer wieder und das ist, glaube ich, auch, das hat sehr stark was mit dieser Perspektive auf so eine Technik zu tun, die so viel Hoffnung macht. Und was aber so ein bisschen das Gegenstück dazu ist, wenn man sich anguckt, wo tatsächlich digitale Technologie im Umweltschutz eingesetzt wird und sinnvoll ist, das ist meistens total banal und leise. Also wir haben, das ist mein Lieblingsprojekt von meinen Kollegen, wir haben das sogenannte Gartenschläferprojekt. Der Gartenschläfer ist ein sehr süßer Verwandter des Siebenschläfers und wir suchen ihn zum Beispiel mit KI, mit den Geräuschen, die er macht. Aber das wäre nie, also das ist erstens nicht das, was dafür sorgen wird, dass der Gartenschläfer nicht ausstirbt und zweitens auch nicht das, was Menschen hören wollen, wenn man darüber redet, wie lösen wir denn jetzt mit Digitalisierung das Artensterben? Genau. Also ich glaube bei mir, ich merke ganz häufig, es gibt so einen Push, auch sehr politisch, also es gibt sehr viele Fördergelder und so in dem Bereich, die so sagen, jetzt findet doch endlich mal den Hebel, wie wir mit der Digitalisierung jetzt den Klimaschutz hinkriegen. Und es ist meistens so, dass Klimaschutz halt durch andere Maßnahmen passiert, die gar nicht so wahnsinnig digital sind. Ja, das ist das schöne Ding. Wer einen Hammer hat, für den besteht die Welt aus Nägeln. Bitte noch. Auf die Frage noch? Nee, das war, ja, bitte. Oder auf die Nägel mit den Nägeln. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich glaube, dass bei uns hier vor Ort beispielsweise diese Umstellung vom E-Auto, vom Verbrennermotor zum E-Auto, ohne dieses Hinterfragen von, was würde das denn halt eigentlich bedeuten? Es ist aber eine sehr attraktive Lösung für alle, die halt irgendwie ein Auto haben und dann sich ein E-Auto, wenn sie sich denn leisten können, möglicherweise wird es in Zukunft günstiger, aber eine sehr attraktive Lösung, dann zu sagen, okay, dann schwingen wir da um und dann bin ich ja grün und habe eigentlich das getan, was ich tun muss. Und das ist ein großes Problem, dieses Narrativ wird aber diese Argumentation wird aber vorangetrieben. So, und auch, weil man halt natürlich Absatzmärkte und so weiter schaffen möchte. Wenn wir uns das auf Seite des globalen Südens anschauen, schwingen sich seit ein paar Jahren die Bergbaukonzerne dazu auf, sich als, ähnlich wie Elon Musk, wie wir das gehört haben, sich als die Klimaretter zu positionieren. Also sie sind jetzt die Unternehmen, die wichtigen Rohstoffe fördern, die wir brauchen, um endlich unseren Planeten zu retten. Und wenn wir das durchspielen und uns angucken,
Wie hoch eigentlich diese, der Verbrauch schon ist und auch die Ausbeutung bzw. das Rausholen, die Extraktion an Rohstoffen und wo das jetzt nach Prognosen noch hingehen soll. Ne? Also diese Prognosen, die muss man ja auch an sich hinterfragen, weil die schaffen schon ein Ambiente, dass es mehr Investitionen gibt, dass es mehr Interesse gibt, sie rauszuholen und so weiter und so fort. Ob das real ist, dass man jetzt unbedingt was weiß ich, wie viele Milliarden E-Ordos braucht, spielt da gar keine Rolle mehr, sondern es wird dann so eine self-fulfilling prophecy letztendlich. Und dabei wird nicht beachtet, nach wie vor in keinster Weise, es wird nur auf Klimawandel oder auf die Rettung des Planeten, die bei uns auch in vielen Stellen sehr, sehr stark eingeschränkt ist, auf wie sparen wir CO2 ein. Wir gucken nicht auf viele andere Sachen, Biodiversität, Artenschutz und so weiter und so fort. Die fallen ganz oft hinten runter, bei den Organisationen nicht, aber in der öffentlichen Debatte auf jeden Fall. Und Menschenrechte, Vertreibung, Vergewaltigung, Verschmutzung von Wasser, Zerstörung von Ökosystemen und so weiter und so fort, Mord, spielen überhaupt gar keine Rolle. Und die werden auch ausgeblendet, weil wir brauchen ja diese Rohstoffe, um den Planeten zu retten. Ja, so ist es wohl. Bevor wir gleich nochmal dann auch auf unsere eigenen Strategien zu sprechen kommen, nochmal vielleicht eine Frage, die man da vorschalten muss, nach den Akteuren. Also heute Morgen bei Paris Marx haben wir viel von Tesla und den riesen US-Tech-Konzernen gehört. Wir haben jetzt in meinen zwei Workshops, das war wahrscheinlich ein bisschen Zufall, viel von den großen Chemieunternehmen, vor allem deutsche auch, BASF und Bayer. Sind das sozusagen wirklich die einzigen oder die wichtigsten Akteure in der ganzen Diskussion oder spielen da andere Akteure, die man vielleicht auch nicht so auf der so direkt im Kopf hat sozusagen auch eine Rolle und eine wichtige Rolle. Könnt ihr dazu so ein bisschen sagen, ne, du hast gerade schon die Bergbaukonzerne erwähnt, die sich gerade so, also wirklich enorm grün waschen, das ist ja der Wahnsinn. Also Konzerne, die, vor 10 Jahren hätte sich mit denen kein Mensch an den Tisch setzen können, ohne irgendwie blau anzulaufen. Mittlerweile firmieren die sozusagen unter, ja, wir sind hier die Retter der Welt und wir bringen die Energiewende voran. Aber jetzt mal abseits dieser großen Riesenkonzerne, die natürlich eine riesengroße Rolle spielen, auch weil sie eben über ihre Monopole und so sehr viel Macht haben, gibt es noch andere, die man da im Blick halten muss, in der Politik, in der Wissenschaft, wo auch immer. Wer mag? Also in unserem Workshop jetzt zu Wasserstoff war natürlich ganz klar die Gasindustrie als noch ein Akteur, der interessanterweise nicht mal so negativ konnotiert ist, weil viele Leute Gas eigentlich so ganz positiv sehen, riecht ja nicht und stinkt nicht und so. Und die auch wirklich schaffen, sich da sehr, sehr, sehr gut irgendwie so als zukunftsfähig und so zu positionieren. Was ich tatsächlich heute noch ganz interessant fand in dem Workshop zu Geoengineering, die sind jetzt auf keinen Fall auf die gleiche Ebene zu stellen, ne, wie solche großen Konzerne, aber dass dieses Geomar-Forschungsinstitut in Kiel wohl tatsächlich da relativ, also nicht so eine tolle Rolle spielt, sagen wir mal. Also die pushen jetzt nicht das Geoengineering, wie das jetzt so Lobbyakteure machen würden, aber dass die tatsächlich wohl in dieser Debatte nicht besonders hilfreich sind. Und das fände ich auch ganz interessant zu gucken, so wer sind Akteure, die man nicht so auf dem Schirm hat und die da vielleicht so ein bisschen in eine Richtung gehen, die für uns sehr kritisch ist. Genau, also ich muss sagen, mir fallen vor allen Dingen die großen Konzerne ein und das ist, glaube ich, auch was in deinen Arbeitsbereich gehört. Die Technofixes hängen halt auch immer mit dem Erhalt von Profit zusammen und ganz häufig werden sie ja auch vorgeschlagen von großen Konzernen und unterstützt von zum Beispiel Investmentfonds, weil sie ermöglichen, die Probleme wie die Klimakrise anzugehen, mit technologisch und dabei Profite erhalten. Und ich glaube, das ist schon sehr inhärent, dass es dabei um große Konzerne geht, die das auch also als Lobby pushen. Genau. Ich fand auch noch sehr spannend diesen Punkt von gerade so den Tech-Milliardären,
die ja auch selber in ihrer Person so diese Technofixes ganz, ganz stark vertreten. Also so Jeff Bezos, der immer erzählt, dass er sein Unternehmen in einer Garage gegründet hat, aber er hatte sein Unternehmen gegründet und hat ein Haus mit einer Garage gekauft, um diese Geschichte so erzählen zu können. Also es ist der Pitch und diese Pitches sind einfach total wichtig und vermitteln ja ein bestimmtes Bild. Und ich glaube, das findet sich einfach immer wieder, wenn wir über Technofixes und Technologien reden, gibt es immer wieder dieses Bild von, man kann es schaffen, alles ist möglich, genau. Und ich würde sagen, das ist ein ganz anderer starker Teil, wo ja auch zum Beispiel die FDP ganz stark reingeht. Also ich finde, sie sind sehr, sehr gut in so positivem, leichten Wording, also wieder so die Technologieoffenheit, das ist so schön. Beispielsweise, genau, das würde ich sagen. Aber ich würde sagen, am Ende sind es schon häufig große Konzerne, genau, die ja auch viel Geld haben, die sie in Technofixes stecken können. Ja, ich glaube, auf große Konzerne läuft es so zu. Ich glaube, letztendlich ist es vor allem halt einfach ein Netzwerk. Und da spielt Medien oder wem gehören Medien eine Rolle, wie treiben die halt eben auch die Narrative weiter oder gestalten sie mit aus. Da gehören Startups mit dazu, die anfangen halt in den Bereichen zu forschen und dann zuarbeiten, möglicherweise zu großen oder kleineren Unternehmen. Da gehören die ganzen Lieferketten mit dazu, die entweder abhängig sind oder halt eben auch dieses Interesse haben, ökonomisch daran halt mitzuverdienen. Also es ist gar nicht so einfach, das so ganz komplett aufzudröseln. Die interessantere Frage dabei wäre vielleicht, wo sind denn die Einfallspunkte und was sind die Akteure, die man möglicherweise auch ein bisschen verändern kann? Ne? Also was sind so die Unternehmen, die von sich halt eigentlich annehmen oder die das so herausstellen, dass sie halt eigentlich zu den Guten, sage ich mal, gehören. Mir fällt gerade das englische Wort nicht ein. Wie kann man eigentlich mit diesen Akteuren zusammenarbeiten? Mit den großen Akteuren wird es wahrscheinlich schwierig sein. Deswegen, also was ist die Strategie? Auf wen geht man zu? Mit wem arbeitet man zusammen oder arbeitet an diesen Narrativen? Okay, dann würde ich jetzt tatsächlich zu der allerschwierigsten aller Fragen kommen. Was macht man denn nun? und auch für Sie und euch, damit Sie nicht gleich erschrecken, da würde ich Sie auch gerne einladen, sich so in die Diskussion mit einzusteigen. Also Sie können natürlich auch gerne noch was zu allem anderen sagen. Es ist hier ein halbwegs freies Land. Aber worüber wir uns jetzt so ein bisschen unterhalten wollen, ist wirklich, okay, was machen wir denn jetzt damit? An euch drei hätte ich wirklich die Frage, was macht ihr denn damit? Und jetzt nicht so ganz banal, sondern jetzt in eurer Rolle, in eurem beruflichen Zusammenhang. Also lohnt es sich überhaupt, da irgendwie eine Strategie dafür zu entwickeln, wie man mit diesen Technofixes-Narrativen umgeht? Wie kann man damit umgehen? Was wären denn Gegennarrative, die vielleicht funktionieren? Oder haben wir da eh schon verloren, weil die Gegenseite sozusagen so mächtig und so auch kreativ mit Marketingtechniken und so weiter umgeht und wir müssen vielleicht eher, ja, ich will jetzt nicht von Guerilla-Strategien sprechen, aber irgendwie, wir müssen das anders lösen. Wir müssen vielleicht eher uns zentrale Akteure in der Politik suchen und die beeinflussen. Wo seht ihr denn da für euch auch ganz praktisch gangbare Wege? Also wo ihr vielleicht auch, ne, nicht jetzt irgendwie Wolkenkuckucksheim, ja, wir müssten und sollten eigentlich mal mit dem Scholz drüber reden und der redet aber halt nicht mit uns, sondern wo habt ihr denn Zugänge vielleicht auch schon und könntet sagen, ja, da müssten wir mal was machen. Und auch untereinander. Ne? Also es geht jetzt nicht nur darum, Miserio muss reden mit, sondern vielleicht auch im Kontext von NGOs und so weiter. Das ist dann vielleicht eine Frage für dich, Lisa. Ne? Wo könnten wir da besser, brauchen wir bessere Vernetzungsstrukturen, alles solche Sachen. Wenn ihr da mal vielleicht so ein paar Gedanken formulieren könntet, bevor wir dann die Mikros ins Publikum halten, wäre ich euch sehr dankbar. Ja, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch mehr Allianzen schmieden. Das habe ich mir heute auch wieder gedacht, als ich mir angeguckt habe, wie viele tolle Leute hier sind, aus was für verschiedenen Organisationen. Also ich glaube, die Vernünftigen sind in der Überzahl und die anderen sind nur wahnsinnig laut. Und ich glaube, wir müssen noch besser schaffen, uns zusammenzuschließen. Also sei es mit VerbraucherschützerInnen, mit dem Mieterbund, wenn es jetzt um diese Frage nach Heizungen geht, mit Entwicklungshilfeorganisationen. Ich glaube, da gibt es so viel,
wo wir noch besser einfach zusammenarbeiten können. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, wir müssen auch auf Debatten besser vorbereitet sein. Will nicht immer das gleiche Thema sagen, aber wieder dieses Gebäudeenergiegesetz, das hat uns, glaube ich, auch so ein bisschen kalt erwischt. Und Robert Habeck ja auch, der es vorgestellt hat, und das war alles irgendwie nicht gut vorbereitet. Aber da müssen wir, glaube ich, besser damit rechnen, was da kommt, und schon die Gegennarrative parat haben, damit eben nicht die Gegenseite so die Oberhand gewinnt. Und ich glaube, wir müssen einfach weiterhin, und das ist einfach eine Sisyphos-Arbeit, aber wir müssen diese Narrative dekonstruieren, wir müssen gut erklären. Wir dürfen nicht uns so auf das Niveau auch dann teilweise der Springerpresse herablassen. Also machen wir auch nicht zum Glück, aber ich glaube, das ist nicht die Lösung, dann zu sagen, dann hauen wir eben auch nur noch Halbwahrheiten raus und propagieren irgendwie einfache Lösungen, sondern es ist dann einfach unsere Rolle, diese leider sehr komplexe Debatte auch immer wieder zu erklären und ja, da so ein bisschen Kommunikator auch zu sein, auch wenn es nicht leicht ist. Ich finde das in meinem Bereich immer sehr schwierig. Ich glaube auch, weil das Thema noch so jung ist, genau zu sagen, was ist denn das schöne Gegennarrativ zu der Digitalisierung, wie sie gerade läuft, obwohl es die auch gibt, gerade so im Open-Source-Bereich zum Beispiel. Aber was mir immer sehr viel Hoffnung macht, ist, dass wenn ich auf die anderen Bereiche im BUND gucke, die viel älter sind, dass es total viele gute, nicht nur Narrative gibt, sondern wirklich schöne Zukunftskonzepte. Also wir haben total schöne Konzepte für die Verkehrswende. Also man kann erzählen, wie Verkehr anders sein kann als E-Fuels. Man kann auch erzählen, wie Landwirtschaft anders sein kann als Gentechnik oder wie wir Wohnkonzepte anders angehen. Also es gibt diese Konzepte, die sind schon lange erarbeitet und sie sind eigentlich total schön. Und ich habe so das Gefühl, wir sind im Klimadiskurs gerade an so einem Punkt, wo ich würde auch sagen, zum Beispiel die Grünen sehr, sehr häufig darüber reden, dass wir alles tun, damit es nicht so weh tut und einfach alle sehr viel Verantwortung übernehmen. Und das ist total toll, dass wir das machen. Aber wir reden nicht mehr darüber, wie das eigentlich diese Zukunft, die ja auf der anderen Seite von der Klimapolitik steht, eine total schöne ist. Also es ist, wer wohnt denn nicht gern in fahrradfreundlichen Städten mit gutem ÖPNV? Also es gibt doch nichts Sympathischeres als Bienenwiesen. Und ich glaube, das ist so, das glaube ich, kann man strategisch schaffen, wieder anders zu erzählen, wie wir ökologischer und gerechter zusammenleben können. Und ich meine, wir haben da sehr harte neoliberale Narrative seit Jahrzehnten dagegen. Und ich glaube, das ist halt auch einfach viel Arbeit, das abzubauen. Aber ich glaube, wir haben die Konzepte für eine viel schönere alternative Zukunft als die Katastrophen, auf die wir zurasen. Und da auch noch so Technologie drauf zu werfen. Also selbst wenn die Technofixes funktionieren würden, müssten wir ja total viel ändern. Genau. Und ich finde, eigentlich macht das sehr, sehr viel Hoffnung. Also ich finde gerade so im Biodiversitätsbereich, im Landwirtschaftsbereich, man kann sich das angucken und kann sich vorstellen, dass es wirklich schöner sein kann und gerechter. Genau. Danke. Ich habe gerade an die Debatte rund um Berlin autofrei gedacht und dann an die Bienenwiesen und war mir nicht so sicher, wie viele das da wirklich wollten. Aber ich stimme dir zu, ich glaube, es gibt sehr viele Ideen, Zukunftsvisionen, die erzählt werden können. Ich glaube, uns fehlen so ein bisschen die Strategien, wie wir sie erzählen und wem wir sie erzählen und wie wir quasi uns Gehör verschaffen. Ich glaube, das ist ein Punkt, in den wir stärker rein müssen und stärker rein investieren müssen, sage ich mal, ganz ökonomisch, aber nicht ökonomisch gemeint. Genau. Ich glaube, so Konferenzen wie hier, also das Zusammenbringen auch von den unterschiedlich ausgerichteten Organisationen, Instituten und so weiter, ist wichtig. Das Zusammenkommen von Entwicklungsorganisationen mit den Perspektiven im globalen Süden, mit Umweltorganisationen, mit anderen Forschungsinstituten, mit dem UBA und so weiter und so fort. Ich glaube, da bedarf es halt einen engeren Zusammenschluss, der eigentlich relativ offensichtlich ist, dass er stark entstehen kann. Und dann zusätzlich halt eben hier jetzt bei dem Thema auch mit der Tech-Szene. So, also danke an Bits und Bäume, schließt euch alle da, dort zusammen. Und
Ich glaube, da ist halt noch viel, viel Arbeit zu tun, so von wegen, wie kommen wir zusammen, wie können wir gemeinsame Narrative und Strategien halt entwickeln und entwerfen, die wir dann auch wieder raustragen. Dann gibt es auch die Allianzen in der Politik. Es sind möglicherweise nicht viele, aber wir haben auch viele unterschiedliche Rollen hier, ne? Also die Organisationen können unterschiedliche Rollen ausfüllen, haben unterschiedliche Stärken und Schwerpunkte und die können zusammengebracht werden. Und darüber dann auch andere Zugänge geschaffen werden und nicht vergessen werden darf, alles, was wir hier tun, hat Auswirkungen auf den globalen Süden. Und der globale Süden darf nicht, und die Menschen dort dürfen nicht ausgeklammert werden aus dieser Vernetzung. So, da gibt es auch viele Organisationen, die da schon sehr viel Erfahrung haben. Wie bringen wir das zusammen? Das muss mitbedacht werden und mit einbezogen werden. Vielen Dank. Und jetzt nochmal die Aufforderung an euch und Sie. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass das Podium Fragen ans Publikum stellt, aber das soll uns ja nicht aufhalten. Ich stelle mich mal hin, damit ich Sie auch alle sehe. Mich würde wirklich interessieren, und ich weiß, dass auch in den Workshops darüber ja geredet worden ist, zumindest teilweise, ne, wie gehen wir denn jetzt damit um? Sie können das gerne auch an dem Beispiel festmachen. Also Beispiel, wir haben, ne, wo es um Plastik und chemisches Recycling ging, haben wir uns ja auch darüber unterhalten. Okay, welche Lösungsmöglichkeiten müssen wir denn eigentlich propagieren oder pushen, um tatsächlich eine Lösung für das Plastikproblem zu kriegen, weil wir der Meinung sind, chemisches Recycling kann da bestenfalls irgendwie ein paar Nischen schließen. Also bitte, ihr dürft euch melden, dann sehe ich euch und dann kommt das Mikrofon und haut euch auf den Kopf. Ach, kommt Leute, bitte, der Herr hier. Ja, Albert Reinhardt, ich habe es heute schon ein paar Mal erzählt, deshalb bitte ich die Entschuldigung, wenn ich mich jetzt zum dritten Mal wiederhole. Also ich glaube, dass wir immer noch, ich fange jetzt mal sozusagen von einer anderen Erzählrichtung an, dass wir halt immer noch in diesem, also wir haben ja zwei Gehirnhälften und die eine wird in der Schule linear kognitiv unterrichtet und die ist die, die uns auch sozusagen einleuchtet und die kulturell prägend ist. Sorry. Und die zweite, die ist sozusagen eine Blackbox, die ist total vernetzt. Da kommt alles rein, was wir gar nicht wissen, was wir wissen. Und es gibt sozusagen als Metapher, also jetzt nicht eins zu eins, die Idee, dass das vielleicht etwas mit dieser Quantenphysik zu tun hat. Also weil wir haben eigentlich Technologien, die jetzt quantenphysikalisch aufgesetzt sind. Und nach 100 Jahren, nachdem es sozusagen diese Entdeckung gab oder diese Berechnungen sind es ja, glaube ich, eher, gibt es kein Bewusstsein in der Bevölkerung. Das heißt, wir denken immer noch in diesen alten linearen Kapitalismus oder Hierarchieschienen, die halt die Industrie vorangebracht haben. Also alles das, was eben nicht komplex und mehrere Möglichkeiten beinhaltet. Und wenn wir das als Narrativ aufsetzen, dass wir sozusagen jetzt Schulräume bauen, in denen neben, also ich will die alten Schulen gar nicht verändern, das machen, für die eine Hälfte machen sie es ja gut, nur müssen wir eine zivilgesellschaftliche Ergänzung für die andere Hälfte schaffen, die quasi in die Komplexität der Welt sich einmischen darf, also wo praktisch ergebnisoffenes Lernen möglich ist, wo die Schüler miteinander kooperativ Dinge entwickeln können, sei es jetzt auf der digitalen oder auf der energetischen Ebene und dieses Vernetzungspotenzial, das sie also gruppenhafter haben, da können dann Wissenschaftler, Wirtschaft, da können eigentlich zivilgesellschaftliche Organisationen, da können eigentlich alle mitmachen. Also das ist noch kein Narrativ, das ich jetzt zu Ende erzählen kann, aber das ist eine Struktur, die sozusagen als ein Standard, also praktisch ein sich immer weiterentwickelnder Standard sich weiterentwickeln ließe sozusagen. Also es war jetzt vielleicht ein bisschen viel, sorry. Danke. Also weil du Strategien angesprochen hast, was ich ganz spannend fand und was mich jetzt beschäftigt ist, arbeiten wir als Verbände eigentlich an den richtigen Sachen? Sind wir quasi noch up to date zu dem, wie Politik und wie Wirtschaft gerade agiert? Und warum sage ich das? Also wir reden hier ja eigentlich
de facto über Industriepolitik und Wirtschaftspolitik. So, wir haben es jetzt Technologiepolitik genannt, aber wenn man sich anguckt, wer die Akteure sind, dann gibt es interessanterweise tauchen immer wieder die gleichen Industrieakteure in all diesen Technofixes auf. Und zwar die fossile Industrie, die Chemieindustrie, die Bergbauindustrie und vielleicht noch Heavy Industry und so. Das ist das eine und damit kennen wir uns vielleicht so ein bisschen aus, wobei unser Fokus als NGOs ja oft doch nicht so stark industriepolitisch ist, wie wir es vielleicht eigentlich machen sollten. Wir beschäftigen uns mit vielen Dingen, aber vielleicht nicht so stark mit Industriepolitik. Und ich habe das Gefühl, jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo wir verpassen, dass diese ganze Industriepolitik eine neue Nuance bekommen hat, eine neue Qualität, weil jetzt die Tech-Industrie auch einsteigt, die Tech- und Digitalindustrie. Ich finde, es ist heute Morgen total gut rausgekommen, wer finanziert eigentlich diese ganzen neuen Klimatechnologien, die angeblich den Klimaschutz beibringen sollen. Und das ist die Tech-Industrie, die mit der Old Industry zusammenarbeitet. Und ich glaube, das ist jedenfalls in Deutschland, habe ich die Erfahrung gemacht, in NGOs noch nicht so angekommen. Wir haben eine neue Qualität von Industrieakteuren, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und die auch, mit denen wir auch anders umgehen müssen. Also gegen die fossile Industrie Kampagnen machen, ist, würde ich mal sagen, mittlerweile relativ leicht. So, niemand mag die Chemieindustrie, niemand mag die Autoindustrie, niemand mag die fossile Industrie. Gegen Tech-Konzerne was zu machen, die Coolness und Geld mitbringen und uns ja auch eine schöne Welt verkaufen, ist es viel schwieriger. Aber dass die damit drinne stecken, ist vielleicht diese neue Qualität. Und warum sage ich das? Das kam in dem Marine Geoengineering Workshop total gut raus, dass es mittlerweile ein Problem ist, dass wir befürchten müssen, dass die ganzen Tech-Industrie-Milliardäre sich dafür interessieren, genau in diese Technologien zu investieren. Jetzt ist es die fossile Industrie und die Bergbauindustrie, aber sobald ein Elon Musk und Jeff Bezos und wer auch immer richtig Kohle da reinsteckt, haben wir eben diese neue Qualität auch mit den Tech-Akteuren, denen wir vielleicht gar nichts mehr entgegensetzen können, weil die dieses wir schützen doch nur das Klimanarrativ viel besser beherrschen. Genau, das so als eine quasi Gedanke, so sind wir überhaupt industriepolitisch als NGOs gut genug aufgestellt und gucken wir uns die richtigen Industrien an. Und dann das, was du gesagt hast, Friederike, fand ich total spannend. Das ist auch meine Erfahrung. Gefördert wird gerade auch oft auch so ein bisschen das Falsche. Du hast gesagt, so, wie kann man mit Digitalisierung den Klimaschutz vorantreiben, ist gerade so eine Förderrichtlinie. Das ist aber die völlig falsche Frage eigentlich. Und ich glaube, da quasi um einen Kreis zu schließen, woran arbeiten wir eigentlich, dass wir da auch, wir können jetzt nicht die Förderpolitik ändern, aber dass wir uns selber auch hinterfragen, arbeiten wir noch zu den richtigen Themen oder müssen wir müssen wir vielleicht auch irgendwo anders Fördermittel herbekommen, die uns nicht in so eine Schiene wieder drücken, dass wir wieder zu den gleichen Dingen arbeiten, zu denen wir seit 50 Jahren arbeiten, die aber vielleicht gar nicht mehr aktuell sind, weil die Akteure, die Probleme und auch die dann in dem Fall Technologien sich geändert haben. Das war so ein Gedanke, den ich aus einer strategischen Perspektive jetzt auch spannend fand von dem, was ihr gesagt habt. Vielen Dank. Wir haben mittlerweile Wortmeldungen. Erst hier der Herr mit dem Hemd. Dann. Ja, hallo. Aus Klaus Schilder. Ich arbeite auch für Miserior. Ich stimme natürlich dem, was Konstantin gesagt hat, völlig zu, aber auch dem, was die beiden anderen gesagt haben. Mein Punkt, das sind zwei. Einerseits stimme ich total zu, dass wir die Allianzen zwischen uns stärken müssen. Das ist mir auch deutlich geworden. Ich habe heute auch sehr viel gelernt, gerade von den Organisationen, die sich mit der Digitalindustrie, mit Big Data beschäftigen. Da sind entwicklungspolitische Organisationen einfach sehr, sehr schwach aufgestellt. Gleichzeitig ist die Digitalisierung und ihre meist negativen Folgen für die Zivilgesellschaft im globalen Süden eben unmittelbar spürbar. Und das beantworten wir oft mit dem Verweis auf die Wahrung der Menschenrechte. Aber ich glaube, wir müssen auch da sehr viel expliziter werden, Ross und Reiter zu benennen. Also eine Kritik sozusagen der vermachteten Interessen der Industrie- und Wirtschaftsunternehmen. Das machen wir, glaube ich, schon relativ gut in unserer Lobbyarbeit hier, aber da sehe ich noch Potenzial, das auch mit Südpartnern zusammen zu machen. Und der zweite Punkt, das wurde im Workshop zur Sharing Economy deutlich, wir brauchen eben Spielräume, wir müssen gemeinsam Spielräume eröffnen für kooperative
nicht profitgetriebene Wirtschaftsmodelle, zum Beispiel im Bereich der kooperativen Sharing Economy, aber das lässt sich auf viele andere Wirtschaftsbereiche, wo wir eben über diese Tech-Fixes sprechen, ausweiten. Überall dort brauchen wir eine ganz andere Art des Wirtschaftens, die Gemeinwohlinteressen in den Mittelpunkt stellt, gerne dann auch unterstützt und finanziert durch eine öffentliche Finanzierung. Diesen Punkt der Forschungsförderung, das finde ich auch ganz wichtig. Auch damit kann man eben Anreize für eine wirtschaftspolitische Entwicklung in eine ganz andere Richtung setzen. Und in diesem Sinne Plädoyer dafür, dass wir diese Allianzen, die sich jetzt hier hoffentlich neu bilden, weiter unterstützen und hegen und pflegen. Vielen Dank. Hier die Dame. Kann ich das da rausnehmen? Okay, das ist komisch, so eine Angel vom Gesicht zu haben. Ich bin Mascha, ich arbeite für das Konzeptwerk Neue Ökonomie. Ich glaube, was ich jetzt gerade schön mit meinem Podium fand, was mir nochmal klarer geworden ist, wie sehr die großen Tech-Unternehmen auch gerade ein Monopol haben auf die Position der HoffnungsträgerInnen. Und dass wir, also ne, es ging ja auch viel um Narrative und so, aber dass wir denen dieses Monopol auf gar keinen Fall überlassen dürfen. Also die Hoffnung, die Klimakrise irgendwie, die ist nicht in den Griff zu kriegen, aber da irgendwas, der irgendwas entgegenzusetzen, das können wir nicht großen Tech-Unternehmen überlassen. Genau, und das Schöne ist ja, dass wir alle irgendwie Geschichten erzählen können und in Kommunikation gehen können. Und genau, ich glaube, auch wir haben ganz, ganz großes Potenzial, Sehnsucht zu erzeugen. Also genau, es wird einfach eine große Sehnsucht danach erzeugt, dass ein gutes Leben irgendwie möglich ist mit technischen Lösungen. Aber wir können, unsere Möglichkeit besteht darin, Gegenerzählungen oder eine Gegenhegemonie aufzubauen, indem wir Gegennarrative entwickeln, die ohne große technische Investitionen und technische Lösungen möglich ist. Und ich meine, Rieke hat das gerade schon so ein bisschen angerissen. Also eine autofreie Innenstadt, eine gerechte Wohnraumverteilung, Landreform. Also es gibt so viele Sachen, dafür sind keine technischen Lösungen notwendig, sondern im Grunde gesellschaftliche Transformation ist eigentlich das, was wir brauchen. Und ich glaube, genau, das dürfen wir uns nicht wegnehmen lassen, diese Notwendigkeit von gesellschaftlicher Transformation statt technischer. Was wollte ich noch sagen? Genau, und strategisch, was da sinnvoll ist, natürlich Öffentlichkeitsarbeit, Bildungsarbeit, aber auch gelingende Alternativen aufzeigen und stark machen, weil das gibt es also ganz viel, ne? In der Landwirtschaft, also solidarische Landwirtschaft als Konzept. Es gibt verschiedene Wirtschaftstheorien, die anders sind als eine kapitalistische, die groß gemacht werden können. Also genau, da gibt es einiges, was aufgezeigt werden kann, aber ich glaube, und das hat mir, glaube ich, bei diesem Podium so ein bisschen gefehlt, wo wir nicht drum rumkommen, ist irgendwie die Eigentumsfrage zu stellen. Die Eigentumsfrage. Also so, genau, die haben so große Möglichkeiten, technische Investitionen zu machen oder technische Möglichkeiten irgendwie in die Welt zu bringen und auch mit Marketing so stark zu kommunizieren, weil sie so viel Kohle haben und genau, auf so viel Geld sitzen und so viel Boden und alles. Und genau, das kann man alles enteignen und vergesellschaften. Danke, Mascha. Dann stellen wir doch mal die Eigentumsfrage. Und ich stelle es jetzt mal wieder an euch drei, damit ihr hier nicht nur sitzt. Hängt es, also beispielsweise, wir beim Forum beherbergen auch die Initiative Konzernmacht beschränken. Da geht es um Kartellrecht und solche Fragen, aber auch um Ansätze, wie kann man denn mit riesengroßen Firmen, die vielleicht auch zu groß geworden sind, tatsächlich auch, und das ist dann eher aber noch innerhalb der Logik des aktuellen Wirtschaftssystems, wie kann man solche Instrumente eben nutzen, um vielleicht diese Riesenunternehmen ein bisschen kleiner und handhabbarer zu machen, sodass sie dann auch vielleicht ihren Einfluss verlieren und ein bisschen weniger mächtig sind, als es im Moment eben noch sind. Eine Amazon, die haben ja mittlerweile Betriebssparten, sage ich mal, davon kennen wir noch nicht mehr alle und die sind von der Versicherung bis zum, hast du nicht gesehen, überall aktiv. Ist das vielleicht auch ein Lösungsweg, den ihr euch vorstellen könnt? Und wenn ja, habt ihr da irgendwie Ideen, wo man vielleicht ansetzen könnte? Also jenseits eben des Kartellrechts.
ist eine sehr spezielle Frage, ich weiß, die ist ein bisschen gemein, aber ich weiß, ihr könnt zu allem was sagen, deswegen bitte auch dazu. Willst du? Also, ich glaube, okay, ich brauche einen schönen Einstieg. Ich glaube, der Punkt ist super wichtig, weil ich glaube, ganz häufig ist das eines der Kernprobleme, dass diese Technofixes halt auch eine Abhängigkeit von großen Konzernen erhalten und dass das Gegenstück dazu meistens dezentral ist, ganz häufig nicht privatwirtschaftlich. Also ich finde zum Beispiel, Kerstin hat das vorhin gesagt, als es um Balkon-Solarpanels ging, dass natürlich ist es eine Bedrohung für große Energiekonzerne, wenn Menschen selber ihre Energie erzeugen können. Und auch das ist ja eigentlich eine total schöne Erzählung von, das können wir selbstständig, dezentral, selbstwirksam machen. Also wir können die Energieindustrie quasi auflösen da drin. Und ich glaube, das ist eigentlich bei den allermeisten Problemen, die wir angehen im ökologischen Bereich, ist die Lösung häufig dezentral und unabhängig von großen Konzernen. Und wir sind ganz häufig viel flexibler in unseren Lösungen, wenn Dinge in zumindest öffentlicher oder gemeinwirtschaftlicher Hand sind. Also ich finde zum Beispiel das 9-Euro-Ticket war ein so gutes Beispiel dafür. Das war halt die Politikerleichterung, die wirklich alle gespürt haben, aber sie war halt auch im öffentlichen Sektor. Und der Tankrabatt wiederum, auf der anderen Seite weiß niemand so genau, wo der hingeflossen ist, weil der war halt sehr individuell und irgendwie an private Konzerne geknüpft. Aber wenn wir Lösungen haben, die wir öffentlich verwalten können, dann sind wir halt auch viel, viel flexibler da drin. Deswegen würde ich Mascha sehr zustimmen. Ja, ich glaube auch, also diese Eigentumsfrage oder vielleicht genereller, wo sitzt das Geld, ist total zentral. Also natürlich ist auch die Finanzierung, die wir hier alle haben, überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was die Industrie und die Lobby hinter sich an Geldern hat. Und deswegen ist es auch, also unter anderem, so schwierig, gegen die anzukommen. Und ich glaube, es lohnt total, das auch immer wieder aufzuzeigen. Da gibt es ja auch tolle Initiativen wie Lobby Control und Transparency International. Also ich glaube, das lohnt sich total. Im Großen und Ganzen, denke ich, müssen wir aber weiterhin den politischen Weg gehen. Ich glaube, Kartellrecht und solche Sachen, das ist, lohnt sich sicherlich, da drauf zu gehen. Und es lohnt sich auch immer mal wieder, sich JuristInnen zu Rate zu ziehen und zu gucken, wie kann man auch zum Teil einfach rechtlich vorgehen gegen große Konzerne, aber trotzdem sich unsere Kernkompetenz immer noch in der politischen Lobbyarbeit. Kartellrecht ist auch ein politisches Thema, aber egal. Ich darf auch noch danke ans Konzeptwerk für den Einwurf. Ich glaube, dass das eine wichtige Frage ist, die immer wieder gestellt werden muss, mit einem Narrativ, das in Konzerne in gesellschaftliche Hand zu bringen, auch darüber zu diskutieren, welche Versorgung oder Vorsorge sollte denn eigentlich, ist ja auch eine Frage, die damit dranhängt, sollte denn eigentlich in öffentlicher Hand sein und nicht in Privateigentum, und das Hinterfragen der sich ansammelnden ökonomischen Macht halt dahinter und dann eben auch der politischen Macht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es ein relativ langer Weg ist und mit Blick auf Deutschland dann vielleicht sogar einer, der diskutiert werden kann, wenn man dann in die USA geht oder nach China, ist das vielleicht alles nochmal ein Stück weit schwieriger. Wobei bei China ist es vielleicht, muss man drüber diskutieren, wie das genau die Definition ist. Ich glaube, dass wir parallel eben auch dann weitere Strategien brauchen, aber da hast du ja überhaupt nicht dagegen geredet. Und das halt eben dieses Finden von, was wird gepusht in kleineren organisierten Kreisen, wie kann man, was Klaus meinte, wie kann man bestimmte Räume öffnen, um Alternativen auszuprobieren oder andere gesellschaftliche Gestaltung auszuprobieren. Im Energiesektor gibt es eine ganze Menge oder in der Stromversorgung wahrscheinlich mehr als in der Wärmeenergie gibt es viele Beispiele dafür, wie halt eben auch dezentral und bis hin zu autark sich Gemeinden versorgen können. Ich glaube, es gibt viele Beispiele, an die man so andocken kann.
so ein bisschen, was ich glaube, was wir suchen müssen, ist auch, was pushen wir letztendlich. Marie-Louise hat es gesagt, so von wegen, sind wir mit unseren Strategien eigentlich noch up-to-date oder brauchen wir halt irgendwie was anderes? Also genau, was pushen wir, an welcher Stelle brauchen wir halt eigentlich auch diese technological ideas und an welcher Stelle lehnen wir sie komplett ab und wo können wir dann halt eben mit so einem Narrativ auch reingehen und auch andere gesellschaftliche Strukturen entwickeln. Ja, vielen Dank. Ich gucke noch mal ganz intensiv ins Publikum. Ah ja, sehr schön. Da sind noch mal zwei Wortmeldungen hier drüben. Ah ja, gut. Wir haben noch Zeit. Ja, ja. Dankeschön. Ich bin Nelke Wagner von PowerShift und wollte auch noch anschließen an das, was Marie-Louise und Mascha gesagt haben, dass es darum geht, eben, ne, sich die Tech-Konzerne noch mal genauer anzugucken und deren Rolle und vielleicht auch eben deren Bild als Hoffnungsträger zu entzaubern und wollte nur daran erinnern, also die Leute, die das aktuell schon tun, sind halt die ArbeiterInnen, also die Leute, die bei Amazon streiken und versuchen, da gewerkschaftliche Organisierung hinzukriegen und so. Und dass mir das auch manchmal ein bisschen zu kurz kommt, halt zu schauen, wo dann auch die sozialen Kämpfe sind, die super relevant sind und die halt eben auch im Grunde genommen für die gleichen Dinge kämpfen, so, also ne, die das dann eben nicht jetzt mit Klimaschutz und wir retten die Welt labeln, sondern die erstmal einfach nur versuchen, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Aber dass ich glaube, dass es auch super wichtig ist, da halt viel mehr hinzugucken, viel mehr zuzuhören und sich halt auch damit zu verbinden, weil sozusagen sonst bleibt es dann halt auch immer so ein bisschen blutleer, finde ich, was wir tun, wenn wir das nicht gleichzeitig thematisieren. Ja, vielen Dank. Hier vorne der Herr mit Bart. Und dann gehen wir wieder zurück, dann sind Sie dran und dann gehen wir rüber. Ja, hallo, Thomas Bless. Ich komme mehr so aus der Vertical Farming, Indoor Farming Schiene. Speziell, da geht es mir eher darum, wo ich auch die Veranstaltung an sich auch gesehen hatte, wie Technologie, Automatisierung und generell weiterhelfen kann. Darüber hatten wir noch gar nicht so gesprochen. Da sehe ich so ein bisschen so eine Notwendigkeit drin, dass man da noch mehr vielleicht für eine nächste Veranstaltung oder so drüber sprechen sollte, weil ich denke, dass in Zukunft immer mehr Sachen automatisiert werden, sei es jetzt zum Beispiel Lebensmittelproduktion, da sehe ich es halt sehr stark, dass halt wirklich davon ausgegangen wird, wir werden irgendwann nur noch mal etwas sehen und am Ende nur noch ernten und dazwischen sind eigentlich nur Maschinen, die das machen und das wird halt so viel stärker werden in den nächsten 10, 20 Jahren. Das sollte man vielleicht irgendwann auch noch mal angehen generell und nochmal, wie könnte man Sachen lösen, weil das ja auch eine Frage war davor. Manchmal selber so einen Gedankengang gehabt, wo man dann sagt, ja, warum gründet man nicht einfach wie so eine Art, es gibt ja immer so eine größere Möglichkeit, etwas zu finanzieren, wo man vielleicht am Ende über Plattformen Geld zusammenlegt und sagt, wir gründen jetzt eine Baufirma oder irgendwas anderes, eine Firma, die soziale Handys herstellt oder sowas, die dann nicht aus einer Mine kommen, wo dann halt alle ausgebeutet werden und so. Also das wäre zum Beispiel auch nochmal eine Idee, warum gibt es sowas nicht, warum wird sowas eigentlich überhaupt nicht gemacht oder gedacht, ja irgendwie, das wäre noch ein Punkt. Okay, vielen Dank. Annika, bitte wieder zurück, da meldet sich die Kollegin und dann kommen wir auf die andere Seite. Ja, danke. Ricarda von der Deutschen Umwelthilfe. Ich würde mich nochmal anschließen an das, was Nelke gerade gesagt hat und auch Lisa vorhin, mit welchen Akteuren müssen wir uns vielleicht noch mehr vernetzen. Da würde ich noch die Gewerkschaften nennen. In dieser Diskussion Wirtschaft versus Klimaschutz ist ja das Arbeitsplatzargument immer ja, so eine Art Totschlagargument, wo man dann nicht mehr gegen ankommt. Und daher finde ich es wichtig, dass zum Beispiel auch die Klimaschutzbranche oder erneuerbaren Branche in Deutschland sich gewerkschaftlich besser organisiert. Also zum Beispiel, ich glaube, in den letzten 5 bis 10 Jahren sind in Deutschland mehr Arbeitsplätze in der Windenergiebranche verloren gegangen, als in der Kohleindustrie noch da sind. Und in der Corona-Pandemie wurde die Lufthansa gerettet, staatlich, obwohl dieser Sektor innerhalb der nächsten 20 Jahre sich halbieren muss, weil die Lufthansa eine Gewerkschaft hat. Und ich finde, da sind die erneuerbaren Branchen oder die Klimaschutzunternehmen noch nicht
gut genug untereinander vernetzt und haben noch nicht so eine laute Stimme wie gewisse andere Gewerkschaften. Daher kann man sich vielleicht mit diesen auch noch mehr vernetzen. Super Hinweis, vielen Dank. Jetzt ganz nach hinten auf der anderen Seite und dann geht's wieder nach vorn. Vielleicht. Hi, ich bin Klimawissenschaftlerin oder Studentin und Aktivistin. Und das, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ist, dass auch sehr wenig darüber geredet wird, was haben wir überhaupt auch für Ideen von Technologie und von wem werden die geformt und wie könnte das vielleicht auch anders aussehen? Und wer hat da die Macht, auch mitzureden und welche Menschen werden ausgeschlossen? Und ich glaube, dass sowas wie Bienenwiesen und solche Sachen auch sehr romantisch und schön sind, aber gleichzeitig spricht es auch nur eine bestimmte Gruppe an Menschen an. Und es werden ganz viele Menschen eben von diesen ganzen Organisationen nicht angesprochen und nicht mit eingeschlossen. Und diese ganzen Menschen haben ganz andere Interessen und ganz andere Lebensrealitäten, die von diesen Organisationen, die theoretisch für die Gesellschaft sprechen sollten, nicht mit einbezogen werden. Und ich finde, das ist eine wichtige Frage, weil diese Kluft irgendwie aufgearbeitet werden muss und eine andere Organisationsstruktur aufgebaut werden muss, die einfach ein bisschen tiefer greifend ist und wo man sich wirklich grundlegend mehr hinterfragen muss, wo man selbst steht und was für Vorstellungen man überhaupt gerade hat oder haben kann. Und das hat mir vielleicht auch noch ein bisschen gefehlt. Vielen Dank. Jetzt aber der Herr mit Mütze, wenn ich es richtig sehe. Und dann gucken. Ja, hallo, mein Name ist Alex Kunkle, ich komme aus Essen. Ich bin FIAN-Mitglied. Ich wollte an dieser Sache mit die soziale Lage der Leute beachten und an sich eben mit sozialen Kämpfen auch zu befassen. Es gibt ein sehr prominentes Beispiel hier in Berlin. Diese Deutsche Wohnen enteignen Initiative hat mehr Stimmen gekriegt als alle Parteien, die gewählt wurden, zusammen. Positiv ausgegangen, dieser Enteignungsbescheid, Entscheid, wir sind jetzt wieder bei der Frage Enteignung oder Gemeineigentum und so weiter. Und die setzen sich im Moment gerade sehr aktiv mit der Frage von der Heizungsgeschichte auseinander, weil das natürlich diese ganzen Wohnungen auch betrifft und verknüpfen das aber mit den sozialen Fragen der Mieter, die da wohnen. Wie wird jetzt diese Energiewende im Heizungsbereich umgesetzt? Ich finde, das ist eine unheimlich interessante Geschichte, wo auch eine Vernetzung stattfinden sollte. Zweites Beispiel. Vor kurzer Zeit waren öfter mal größere Interviews von dem neuen Vorsitzenden von Slow Food International in der überregionalen Presse. Ich kann mich erinnern, in der Zeit oder in der FAZ war ein Rieseninterview mit dem. Und er hat den revolutionären Satz gesagt, Afrika kann sich selbst ernähren. Und er ist selbst Farmer und lebt das vor. Der ist Uganda, ne? Und ist mittlerweile Vorsitzender von Slow Food International. Und das sind aber immer wieder so Einzelbeispiele, wo man denkt, ja, was folgt denn da jetzt draus? Ne? Das ist dann mal ein großer Zeitungsartikel. Ich finde solche Sachen, diese unglaublich positiven Beispiele, die es überall gibt, die müssen auf eine kluge Art zusammengeführt werden und in so eine Öffentlichkeitsstrategie einmünden. Vielen Dank. Jetzt weiß ich nicht, hier vorne waren wir uns noch nicht so ganz sicher, aber doch, kannst du noch, bitte Annika. Und dann komme ich zu euch nochmal zurück, bevor wir dann zumindest diesen Teil der Veranstaltung beenden. Bitte. Hallo, ich bin Alarit von der Uni Siegen und Uni Tokio. Ich wollte nur anmerken, ich glaube, Friederike, du hattest, glaube ich, auch vorhin gemeint oder aus dem Vortrag, dass die Technologien existieren ja eigentlich schon, alles, was wir brauchen. Mein Eindruck ist ein bisschen, dass eigentlich die
Gegenseite, sag ich mal, auch jetzt nicht groß immer mit den super neuen Sachen eigentlich so richtig ankommt. Das sind oft auch Konzepte, die es auch schon vor 20 Jahren dann irgendwie gab. Die werden irgendwie nur ein bisschen aufpoliert, nochmal abgestaubt und mit Hochglanzbildern ein bisschen präsentiert. Und vielleicht wäre das auch mal ein Ansatz, so diese ein bisschen fad wirkenden veganen Kekse und was es so alles gibt. Da passiert ja jetzt auch viel sozusagen in die Richtung, dass das jetzt auch mal ein bisschen coole Produkte jetzt langsam sind. Ich glaube, da steckt auch eine Menge Potenzial drin, einfach die jetzt quasi nochmal neu zu erfinden, quasi die Sachen, die es schon gab. Und jetzt, dann ist das was Neues und Tolles und genau, nur so. Ja, nichts gegen meine Kekse. Aber ich will zurückkommen zu euch und euch nochmal eine letzte Frage stellen, die ist auch wirklich sehr einfach. Wenn es jetzt eine Sache gab, die ihr heute gelernt habt und die ihr auf jeden Fall mitnehmt und die euch die nächsten Wochen, Monate in eurer Arbeit begleiten werden, was ist das? Bitte um eine entsprechend kurze Antwort. Und fang doch du an, Konstantin, und dann. Ja. Ja, also was ich mitnehme, ist auf jeden Fall den Punkt, Allianzen zu schmieden und die zu stärken. Ich glaube, da muss in den einzelnen Organisationen geschaut werden, wer, wo und wie kann das funktionieren, auch mit dem gerade nochmal dem Einwurf auch auf Gewerkschaften und andere Bereiche zuzugehen. Eine Frage, die ich sehr, sehr spannend finde, die gerade mit aufgeworfen wurde, ist, wen repräsentieren wir denn eigentlich als Zivilgesellschaft? Ohne das jetzt so komplett irgendwie die Arbeit negieren zu wollen, sondern einfach diese Frage aufzuwerfen, so von wegen, okay, welche Repräsentanz in der Gesellschaft existiert denn halt eigentlich? Das nehme ich auch mit. Ja, ich nehme nochmal mit eine eigentlich banale Erkenntnis, aber es ist ja trotzdem mal gut, sich immer nochmal selber zu erinnern. Die Lösungen liegen alle auf dem Tisch und wir sollten uns nicht von irgendwelchen Technofixes, Nebelkerzen verwirren lassen. Das ist die eine Sache. Und das andere ist auch, was jetzt auch gerade nochmal so gesagt wurde, wir müssen die ökologische und die soziale Frage noch viel stärker zusammendenken und da uns, denke ich, auch entsprechend vernetzen. Denn wir haben natürlich auch immer nur eine gewisse Glaubwürdigkeit. Also ich brauche mich jetzt nicht als Umweltverband hinstellen und nur über soziale Sachen sprechen. Ich kann das immer mitdenken, aber ich muss mich natürlich dann mit Sozialakteuren auch zusammenschließen, sonst bin ich einfach nicht der richtige Sender und es kommt dann bei den Empfängern auch nicht entsprechend an. Ich fand das, was Marie-Louise vorhin gesagt hat, sehr klug, gerade diesen Teil mit, es gibt quasi, es braucht eine neue Industrie- und Wirtschaftspolitik von Seiten der NGOs, weil wir neue Akteure haben und neue Machtstrukturen. Das fand ich sehr klug und ich finde auch, also genau, ich fand es insgesamt sehr beeindruckend, wie nah wir uns alle sind, obwohl wir an sehr unterschiedlichen Themen arbeiten, in diesen Workshops. Also wie viele Punkte sich eigentlich überall wiederholt haben. Genau. Ja, vielen herzlichen Dank. Dann möchte ich mich bei euch dreien für dieses tapfere Panel bedanken. Es war ja nicht ganz einfach. Also nochmal vielen Dank an Konstantin, Lisa und Friederike. Die Veranstaltung ist noch nicht zu Ende, sondern wir machen jetzt nur eine ganz kurze Umbaupause von vielleicht 27 Minuten. Und danach geht es weiter mit dem nächsten Panel, dann mit Armin Grunwald, Anja Höfner, Wolfgang Oels und Julia Gundlach, die unter der großartigen Leitung von Tobias Schmid hier Platz nehmen werden und auch nochmal ähnliche Themen diskutieren werden. Und was ich noch sagen soll, ist, auch dann ist noch nicht Schluss, sondern danach gibt es was zu trinken. Irgendwas habe ich von Musik gehört und vielleicht gibt es auch noch irgendwie ein paar Snacks. Auf jeden Fall bleiben Sie uns erhalten. Es geht noch sehr angenehm weiter. Und damit entlasse ich Sie jetzt wirklich nur in die nächste Pause und wehe, ihr geht nach Hause. Das geht jetzt gar nicht. Dankeschön.